Unsere Wochenserie über Berliner Stars von morgen stellt junge Menschen mit großem Talent und großem Traum vor. Heute ist es Diriona alias Jana Mendelski. Sie gilt an ihrer Uni, der Universität der Künste, als Multitalent. Am heftigsten schlägt ihr Herz für die eigene Musik. Ich bin Diriona, Singer-Songwriter aus Berlin und freue mich, hier sein zu dürfen und die große Bühne eröffnen zu dürfen. Und viel Spaß! Vor 2 Wochen stand Diriona erstmals auf einer großen Bühne in der Uferfabrik, aber singen will die 25-Jährige überall. Ihre Songs leben von ihrer kräftigen, gefühlvollen Stimme. Gesungen hat sie immer, Gesangsunterricht hatte sie nie. Die Akkorde brachte ihr der Vater bei. Er ist Hobbymusiker. Ihre Eltern kamen mit ihr vor 20 Jahren aus Russland. Diriona ist ein Künstlername, der richtige Jana Mendelski. Gitarre spielen lernte sie erst mit 18. Und dann habe ich eigentlich direkt angefangen, Lieder zu schreiben. Und ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich auch nicht so Gitarre spielen, wie ich jetzt spiele. Weil das immer die Motivation war, irgendwie meine eigenen Gedanken in die Songs zu packen und nicht die Lieder anderer zu spielen. In ihrer Moabiter WG schreibt sie Songs, alle in Englisch. Etwa 50 sind es bisher. Dieser Titel soll von Fröhlichkeit erzählen. Ein Experiment. Weil man eigentlich Songs schreibt in Situationen, in denen man nachdenkt, traurig ist oder sauer oder so. Und dann ist es immer so eine Herausforderung sozusagen, einen Song zu schreiben in einer Situation, in der man eigentlich glücklich ist. Weil meistens, wenn man glücklich ist, geht man raus und trifft Leute und geht feiern. Musik ist ihre wichtigste Ausdrucksform. Gleichzeitig studiert das Multitalent Bildende Kunst. Sie ist in der Fotoklasse. Ich war im Februar und März diesen Jahres in Israel und habe mir die Frage gestellt, was eigentlich jüdische Identität bedeuten könnte. Und habe dann diese insgesamt 4 jungen Männer getroffen. Die sind alle freiwillig in der Armee in Israel, sind eigentlich Amerikaner. Und da ging es ein bisschen darum, die zu interviewen und ihnen die Frage zu stellen, warum die nach Israel kommen und tatsächlich freiwillig in die Armee gehen und 3 Jahre ihres Lebens dort verbringen und inwiefern sie sich dann tatsächlich mit Israel und dem Judentum identifizieren. Und daraus sind diese Fotos entstanden. Parallel tanzt sie. Diese Performance filmte sie in der Uni. Und sie leitet im Hochschulsport einen Tanzkurs für ihre Mitstudenten. Ich habe mit 4 angefangen zu tanzen und das ist wahrscheinlich typisch für russische Mädchen, Ballett zu machen. Das ist natürlich ein Klischee, aber vielleicht stimmt das Klischee auch irgendwie. Und ich habe mit 4 mit Ballett angefangen und habe seitdem eigentlich immer getanzt. Dann habe ich Jazz-Tanz gemacht, Modern, alles Mögliche. Und ich nutze es einfach als anderes Medium, als andere Ausdrucksart, die ich auch in meiner Kunst irgendwie noch verwenden kann. Für sie ist Kunst, was Emotionen auslöst. Vor allem, als ich angefangen habe, Kunst zu studieren, war das, glaube ich, ganz wichtig, dieses Ernstnehmen. Dass ich das, was ich tue, ernst nehme und auch in der Musik einfach nicht immer sage, ja, ich mache das einfach im Wohnzimmer, sondern ich gehe raus und stelle mich auf die Bühne und nehme das auch ernst. Und ich will auch gut sein in dem, was ich tue. In dieser neu eröffneten Bar in Moabit ist sie schon aufgetreten. Sie pflegt ihre Kontakte, kommt viel rum und genießt das lebhafte Berlin. Give me sugar and morphine. My self-esteem is built on endorphin. Für den Herbst plant sie eine CD. Wir werden also von Diriona hören. Give me costumes and disguise. My body lies when looking in my eyes.